Moin aus der Region Hannover. Tja, Freunde, Abmosen. Wieso, weshalb, warum? Ich habe ein paar Fragen bekommen von mehreren Personen, wo mir jetzt nicht ganz schlüssig wurde, was vom Abmosen her nicht verstanden wurde. Ich will das vielleicht mal ein bisschen detaillierter erklären. Ich habe erst überlegt, anhand von Zeichnungen, bildlich schwierig darzustellen. Ich habe aber hier sozusagen noch ein Reststück und ich bitte zunächst mal darum, das hier, was ihr hier seht, nicht nachzumachen. Das ist jetzt einfach wirklich nur ein Punkt, an dem ich gesagt habe, ich nehme einen dieser Bäume, die übrig geblieben sind aus der Yamadori-Saison, die ich nicht getopft habe, sondern die im Wasser gestanden haben und wo ich jetzt im Moment nicht weiß, wohin damit, zumal irgendwie das Bild auch nicht so besonders schön ist, was der Baum darstellt. Ich hätte ihn sonst ins Freiland gepackt und im Laufe der Zeit mal geguckt, was ich korrigieren kann. Mir kam die Idee, diesen Baum zu nehmen, weil einigen wohl nicht klar ist, wieso Abmosen anders ist als Stecklinge machen. Abmosen ist ja ein Baum, der Wurzeln hat, der also eine Versorgung hat, dazu zu bringen, die Wurzeln an einer anderen Stelle anzubringen. So, und ich habe jetzt schon angedeutet, hier unten sind die Wurzeln und da sind die anderen Wurzeln, hat den Sinn, alle meine Feldahorne, die ich gesammelt habe im Winter, haben ein ähnliches Bild. Einen langen Stamm, wo nur wenig sich entwickelt hat und ab dann einen großen Schopf. Was ist jetzt wichtig? Zunächst mal sind die Blätter wichtig. Die Blätter, die bestehen aus einem grünen Farbstoff oder haben einen grünen Farbstoff in sich, der nennt sich Chlorophyll. Und in den Zellen, den Chloroplasten, in den Zellen, die Chloroplasten, bildet sich Chlorophyll. Was bedeutet das? Chlorophyll ist ein Energieumwandler. Durch die Sonnenenergie, die die Blätter aufnehmen, wandeln die CO2 und Wasser, auch vom Regen her, um in Energie für den Baum. Die transportieren die Energie zurück zu den Wurzeln, sodass die Wurzeln weiter wachsen können. So, das machen wir uns bei einer Abmosung zu nutzen. Ich beginne jetzt mal bei einer Abmosung. Ist es so, die Energie aus den Wurzeln wird im Inneren des Stammes nach oben befördert. Die Blätter nutzen das Wasser, die Kraft, um aufzugehen und nehmen dann Sonnenenergie auf, wandeln die um und wandeln CO2 um. Und Sonnenenergie um und bringen das zurück zu den Wurzeln, damit die wieder wachsen können. Nun gibt es dafür zwei Kanäle. Der erste Kanal ist der, der die Wurzeln veranlasst bei entsprechender Bodenwärme, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, genügend Nährstoffe nach oben zu befördern, die Blätter, das Blätterdach quasi oben versorgt. So, jetzt haben die Blätter, die langsam aufgehen, die Aufgabe, die Wurzeln wieder zu versorgen, damit diese wachsen können und ihren Umkreis erweitern können und damit auch noch mehr Energie aufnehmen können, denn der Baum wird ja immer größer, er braucht auch mehr Energie. Es gibt also eine Leitung im Inneren des Baumes nach oben und eine Leitung liegt direkt unter der Rinde. Und diese Rinde, die nehmen wir bei einer Abmosung, den Baum. Ich mache das an dieser Stelle, weil ich hier einen kurzen Schopf haben möchte. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass diese Abmosung jemals was wird, weil der Wurzelballen schon lange nicht mehr in der Erde stand. Ich mache es jetzt ganz einfach, um das anschaulicher zu machen. Ich möchte also einen Baum in diesem Fall gestalten, der
einen erdnahen Schopf hat und möglichst schon fertige Wurzeln. Dazu schäle ich die Rinde und zwar die Leitung, die nach unten die Wurzeln versorgt, und kappe diese Leitung. Das ist so, als wenn du eine Wasserleitung mit einer Eisensäge oder sowas durchsägst. Es kommt nichts mehr unten an. Ist aber noch nicht ganz vollständig gesagt, denn der Baum hat ja noch mehrere Blätter und versorgt weiterhin auch die Wurzeln hier. So, ich schab jetzt bis auf das Kambium ab. So, dass das wirklich, dass sich hier keine Brücke bilden kann. Das ist nämlich ein Fehler, der sich häufig einstellt, wenn man wenig Blick auf den Baum hat, mit dem man arbeitet. Ihr habt es ja vielleicht letztens bei dem Weißdorn gesehen. So ein Baum, da ist man, ja, steht man mitten im Gestrüpp, wird von allen Seiten gepiekst und muss möglichst sorgfältig arbeiten, aber man sieht eben nicht alles. Deshalb habe ich auch sowas hier genommen, hier auf den Tisch genommen, um euch das besser zu zeigen. So, ich bin jetzt ganz rund. Der Stamm ist an der Stelle nackig. Man sagt ungefähr die Dicke des Stammes ist die Höhe dieses Ausschnittes. Den Ausschnitt zeige ich jetzt nochmal von ganz nah. Da ist die Rinde quasi geschält. Was brauchen wir jetzt? Wir brauchen ein Medium, etwas Bodenähnliches. Und da bietet sich, wie hier an den Wurzeln, Sphagnummoos an. Diese Wurzeln stehen seit, ich glaube, Februar. Horst, du kannst mich korrigieren, du warst dabei, als wir diese geholt haben. Horst aus Emden. Das ist einer von denen, die wir gemeinsam geholt haben. Ich sehe jetzt tatsächlich noch Reste. Ich gehe nochmal ganz rum. Wobei es, naja, wahrscheinlich nichts wird aus diesem Baum, weil er ja nicht das richtige Medium unten hat, um genügend Energie nach oben zu transportieren. So. Jetzt habe ich ein Wurzelhormon, andere haben Klonex oder sonst was, und dies hier ist noch ein Rest aus einer Zeit, wo ich angefangen habe, aus den 80er Jahren. Das gibt es jetzt nicht mehr und ich gehe sehr sparsam damit um. Ich pinsel das, habe das aufgelöst, ist ein Pulver normalerweise. Pinsel das jetzt auf diese Schnittstelle und verteile das rundum. Und ungefähr eine Pinselbreite gebe ich auch oben noch an die oberste Stelle, denn da möchte ich ja Wurzeln sehen. Es wäre interessant, wenn das tatsächlich gelänge, deshalb habe ich eines der stärksten Spezies genommen, die ich kenne, was Wurzeln angeht, Acer campestre, den Feldahorn. So, wieso, weshalb, warum? Das war jetzt erstmal die Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Warum abmoosen? Es gibt unzählige Dinge, mir gefällt ein Wurzelbild nicht. Dann kann ich hier abmoosen, hier an der Stelle, wo die Wurzeln hier schon anfangen. Dieses Wurzelbild gefiel mir aber. Aber hier gefällt mir dieser lange Bereich nicht. Hier sehe ich eine Chance, mit diesem Ästchen, den unteren Bereich neu aufzubauen und hier eine gleich vorhandene Krone zu bilden. In dem oberen Bereich. Das heißt, daraus zwei Bäume machen. Ja, wir haben die Chance,
das zu versuchen. Wobei ich tatsächlich auch sagen muss, ich glaube nicht daran in dem Fall, weil, wie gesagt, der Baum nicht lange genug in Erde gestanden hat, um sich zu etablieren. Das, was hier rausgekommen ist, ist trotz ja, Sphagnummoos und Wasser. Gut, mit ein paar Mikroorganismen. Mikroorganismen im Moos, die riechen übrigens relativ streng, nur dass ihr es wisst. Die bilden sich ja weiter. Ne? Also hier kommt durch die offene Tüte auch Sonnenlicht rein und begünstigen die Mikroorganismen zu wachsen. Und dann mieft das ein bisschen, wenn man dieses Moos riecht. Ich habe aber noch anderes Moos. Ich habe hier eine vom Fischhändler ein Döschen, in dem sonst Heringssalat war. Hab die aufgeschnitten und präpariert. So ungefähr sollte sie halten. Und jetzt nehme ich ein Stück Klebeband. Das ist dieses gefährliche Klebeband. Ihr kennt das vielleicht. Wenn man das nicht umknickt, findet man den Anfang nicht wieder und sucht stundenlang. Das will ich jetzt vermeiden. Okay, so. Setze das an den seitlichen Schnitt an, damit dieser kleine Becher rundum auch hält. Hält er aber nicht im Moment. Ich habe jetzt extra was Durchsichtiges genommen, weil ich dann doch gespannt bin, ob es auf Dauer vielleicht doch ein Ergebnis gibt. So, gut. Jetzt habe ich hier nochmal frisches Sphagnummoos, welches ich da oben reinpacke. Also, wie gesagt, es macht nur Sinn, eine Abmoosung vorzunehmen, wenn man einen Baum hat, der eigentlich etabliert ist in seiner Schale, in seinem Topf. So wie ich letztens mit dem Aldi-Baum gemacht habe. Dann ist es sinnvoll, nämlich den auch in der Erde stehen zu lassen und nicht rauszunehmen. Das ist hier natürlich völlig anders, aber dies ist nur reine Anschauung und große Hoffnung, ob da was ankommt, habe ich nicht. Aber ich habe eine Spezies gewählt, der ich das zutraue. Also ein umgetopfter Baum wird das normalerweise nicht können und nicht schaffen. Davon könnt ihr ausgehen. So, jetzt beginnt die Fummelei. Ich habe jetzt alles eingepackt. Ich schiebe auch hier das Ganze drüber und zwar seitenverkehrt, so dass der Klickmechanismus noch erreicht wird, den diese wieder verschließbaren Boxen hier haben. Sonst müsste man ja immer alles gleich aufessen, gerade bei Fisch. Ich nehme an, die Sache kennt ihr, wisst ihr. So, es hält einigermaßen. Aber filigran. Deshalb gibt es jetzt eine Runde Klebeband für den ganzen Baum. Rundum. Aber die Öffnung nach oben bleibt bestehen. Hat den Grund, dass man Wasser nachgießen kann, wenn man merkt, das Ding wird zu trocken.
Das kann man sehen, wenn es durchsichtig ist. So. So ein Ast darunter hilft natürlich häufig auch. Schon. Um das Ganze oben zu halten. So. Und jetzt noch einmal den Deckel fixieren. Ich schiebe es nochmal hoch, um den Ast dann nicht mit einzuklemmen, den kleinen. Was häufig passiert in solchen Fällen, ist, dass so ein Döschen von der Last, die mit dem Wasser entsteht, nach unten rutscht. Wenn es aufrecht steht jedenfalls. Ihr habt ja bei dem Weißdorn gesehen, dass der Ast eher waagerecht war. Auch hier wieder umknicken, damit ich den Anfang des Bandes wieder finde, des Klebebandes. So, aus Erfahrung heraus nehme ich hier noch ein Stück des Klebebandes mit rein, was hier übersteht. Und einen Draht, der das Ganze noch fixiert oberhalb dieses kleinen Astes, damit der nicht zu sehr belastet wird. Und lege da den Becher auf. So. Okay. Damit kann ich es eigentlich. Das ist ein dünner Draht, ein sehr dünner Draht. Knipse ich so durch. Also, noch einmal zusammengefasst. Die Wurzeln des Baumes sind dran. Es ist kein Steckling, der keine Wurzeln hat. So. Die Wurzeln ernähren den Baum, füllen die Blätter und die Blätter wachsen aus in den Chloroplasten, also in den Zellen der Blätter, entsteht Chlorophyll, ein grünes, ein grüner Farbstoff, Chlorophyll. Ja, Farbstoff, so ist das wohl der richtige Terminus. Chlorophyll. Chlorophyll ist allerdings wieder ein Umwandler von CO2 und Wasser, also CO2 und H2O, wandelt das um in Kohlenhydrate, wie beispielsweise Zucker oder eben auch Wasser, H2O, führt das über die Rinde oder gerade so fein unter der Rinde zurück zu den Wurzeln, die mit diesem Kraftstoff quasi unten weiter wachsen. Jetzt haben wir das unterbrochen. Da hat er keine Wurzeln, aber das hat er. Ein Wurzelhormon. Jetzt sagen wir ihm, mein lieber Freund, jetzt kriegst du zwar von unten immer wieder Ernährung und Nahrung, aber hier, deine obere Spitze, die wird irgendwann absterben, wenn du jetzt nicht was unternimmst. Und dann sagt sich der Baum oder denkt sich der Baum, ich weiß, Bäume können nicht denken, ich will es nur plastisch ausdrücken, na, da werde ich dir aber ein Schnäppchen schlagen und ich mache meine eigenen Wurzeln. So, dann bildet sich ein Kallus. Kallus wisst ihr alles. An Schnittstellen bildet sich Kallus, der sich schließt im Laufe der Zeit. Und hier bildet sich ein Kallus, der es ermöglicht, dass Wurzeln rauskommen. Da kommen dann ganz kleine weiße Spitzen dran. Und irgendwann sieht man hier in so einem durchsichtigen Döschen eine Menge Wurzeln, die richtig drücken. Nach außen. Die füllen das Moos aus und dann ist es für uns soweit, den Baum zu trennen. Das sehen wir sicher an einigen anderen Bäumen. Ich bin nicht sicher oder ich glaube in diesem Fall nicht, dass das klappt an diesem Baum. Aber dieses Beispiel
ist besser so darzustellen als alles andere, weil er beweglich ist, zu euch gebracht werden kann, gezeigt werden kann und nicht so mühsam darzustellen. Trotzdem werde ich versuchen, den dazu zu bringen, Wurzeln zu bilden. Und dann hätten wir jetzt aus 2 mach 1. So, das war meine Botschaft heute. Es wurde nämlich viel verglichen mit Stecklingen. Wieso? Also beim Abmosen mit Stecklingen verglichen. Stecklinge haben keine Wurzeln. Das sind geschnittene Äste. Das geht auch nicht bei jedem Baum und auch nicht bei jeder Pflanze. Das geht nur bei einzelnen Bäumen und einzelnen Pflanzenarten. Ihr könnt gerne mal versuchen, Stecklinge aus Kiefern zu machen. Freunde, das wird nichts. Ich habe gelesen und auch gesehen schon, genau, dass es geht bei Fichten, aber Fichten ist nicht so meine Baumart. Da, nö, ist nicht so mein Ding. Obwohl, ich muss dazu sagen, die Picea glauca, mein ehemaliger Weihnachtsbaum, hat sich sehr gut erholt, ist etabliert, treibt überall aus. Da wird bestimmt noch was folgen. Da bin ich ziemlich sicher. So, Freunde, für heute war es das. Das sollte jetzt einfach nur mal so die Zusammenhänge des Abmosens, nur dass man das besser versteht. Wie gesagt, es gibt 2 Leitungen. Eine Leitung führt nach oben, eine Leitung führt zurück zu den Wurzeln. Und wenn wir eine davon kappen, können wir neue Wurzeln kriegen. Bei diesem Baum? Weiß ich nicht genau. Wir sehen es vielleicht bei anderen noch. Das wird aber natürlich 6, 8, 10, 12 Wochen dauern. Je nach Wetterlage und wie sich der Baum entwickelt. Okay, Freunde, bis dahin. Das war's für heute. Einen schönen Wochenstart wünsche ich euch.